Lektüre wünsche ich einen interessanten Vormittag. Lieber Jürgen Kuczynski, bitte zu Also ich bitte dich vielmals um Entschuldigung, lieber Thomas, ich lasse den Nachnamen jetzt weg. Gut. Du hast das Wort. Vielen Dank, lieber Christian, für deine freundliche Einführung. Ich komme gleich zum Thema. Bin ich zu verstehen? Ja, gut. Befragt nach dem größten Denker des zweiten Jahrtausends, wählten die Teilnehmer des BBC News Online Poll 1999 Karl Marx und verwiesen Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin und Thomas von Aquino auf die Plätze 2 bis 5. Man mag die Bedeutung solcher Umfragen durchaus und mit Recht in Zweifel ziehen. Etwa mit dem Hinweis, dass in einer ähnlichen Paul McCartney als größter Komponist gewählt wurde. Ein Beleg, wer dem Publikum momentan bekannt und von ihm besonders geschätzt, sind sie schon. Darüber hinaus ein viele sicherlich verwundernder Beleg. Entschuldigung. Ein viele verwundernder Beleg sind doch die von Marx entwickelten gesellschaftlichen Zielvorstellungen anscheinend weiter denn je von aller reellen Möglichkeit der Umsetzung entfernt. Jenes Programm, das er 1844 in der Einleitung zu seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie zunächst negativ formuliert hat, in dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. So dann 1848 im Kommunistischen Manifest positiv, in der nun wirklich weltberühmt gewordenen und häufig falsch gelesenen Voraussicht auf eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Entgegen der 1859 im Vorwort zu seiner Kritik der politischen Ökonomie getroffenen Voraussage ist das, was er die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft genannt hat, immer noch nicht abgeschlossen. So widersprüchlich der Befund, so widersprüchlich der ganze Mann. Wahrlich kein einfacher Charakter, über den sich nur Lobeshymnen singen ließen. Aber bei welchem wirklichen Genie ist das schon der Fall? Wer sich mit dem Leben solcher Leute beschäftigt hat, weiß darum. Um die Infantilität der Briefe Mozarts, Goethes Kriecherei bei Hofe, die Weibergeschichten Einsteins und so weiter. Warum sollte es bei Marx anders sein? Wer bei der Beschäftigung mit einem solchen Mann sein Heil nicht in Vergötzung oder Verteufelung sucht, wem es um den ganzen Menschen geht, in all seiner Größe, wie auch mit all seinen Schwächen und zuweilen schwer erträglichen Verhaltensweisen, weiß, dass der auf diese Weise dargestellte sozusagen das Normalmaß des Genies zurückerhält. Ich würde sagen, kein Genie ist Genie auf allen Gebieten. Sie alle, ob nun Marx oder Mozart, Goethe oder Einstein, hatten ihre kleineren und ihre größeren Schwächen. Und zuweilen scheint Schwäche auf dem einen Gebiet geradezu notwendige Voraussetzung für die Stärke und Genialität auf dem anderen zu sein. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, wussten schon die alten Griechen. Kein Wunder, dass Marx, der große Ökonom, nicht mit Geld umzugehen wusste und beständig mit Schulden zu kämpfen hatte.
Nach den Zusammenstellungen von Manfred Kling zu urteilen, hat sein so ganz anders gearteter Freund Friedrich Engels ihm von 1851 bis 1869 über 3000 englische Pfund geschenkt. Im Durchschnitt also etwa 150 Pfund pro Jahr. Und ab 1870 eine Jahresrente von 350 Pfund ausgesetzt. Dazu kamen natürlich Einnahmen aus eigener, fast ausschließlich journalistischer Arbeit. Und wenn Kling am Beispiel der New York Daily Tribune beklagt, in 12 langen Jahren wurden Marx für etwa 480 Artikel nicht mehr als 715 Pfund gezahlt, so waren das doch 60 Pfund pro Jahr. Etwa so viel wie damals der 60 Stunden pro Woche arbeitende englische Proletarier als Jahreslohn erhielt. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und nur das Business ist grün, schrieb Marx am 20. August 1862 melancholisch seinem Freund und setzte hinzu: Ich bin leider zu spät zu dieser Einsicht gekommen. Und 4 Jahre später, am 13. August 1866, schrieb er, gar nicht melancholisch, seinem künftigen Schwiegersohn Paul Lafargue ganz offen: Sie wissen, dass ich mein ganzes Vermögen dem revolutionären Kampf geopfert habe. Ich bedauere es nicht. Im Gegenteil, wenn ich mein Leben noch einmal beginnen müsste, ich täte dasselbe. Nur würde ich nicht heiraten. Soweit es in meiner Macht steht, will ich meine Tochter vor den Klippen bewahren, an denen das Leben ihrer Mutter zerschellt ist. Welcher Ehemann hätte die Größe, so von dem Verhängnis seines Lebens zu sprechen? Nun ist vielleicht etwas besser zu begreifen, warum Marx, dieser Erzrevolutionär, ein in vieler Beziehung doch ziemlich bürgerlich-konservativer Familienvater gewesen ist. Gegen die Kritik der, wie er schreibt, dreimäuligen Faselhänse der deutschen Vulgärökonomie verwahrte er sich mit dem Bemerken: Niemand kann die literarischen Mängel des Kapitals strenger beurteilen als ich selbst. Auch diese Anmerkung ist doppelbödig, verweist auf die Fähigkeit zu schärfster Selbstkritik ebenso wie auf den Widerwillen gegen jegliche seiner Meinung nach inkompetente Kritik. Dies Selbstbewusstsein offenbarte sich schon in der Vorrede zu seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit, in ihrem ersten Satz: Die Form dieser Abhandlung würde einesteils streng wissenschaftlicher, andererseits in manchen Ausführungen minder pedantisch gehalten sein, wäre nicht ihre primitive Bestimmung die einer Doktordissertation gewesen. Kopfschütteln. Zumindest über das taktische Ungeschick des Kandidaten würde ein solcher Einstieg heutzutage hervorrufen und dementsprechend Zweifel an dessen Reife. Dabei wäre doch nur zu wünschen, dass die ihm eigene Sicht all jene beim Schreiben begleite, die heute mit akademischen Prüfungsarbeiten beauftragt sind. Sie müssen sie ja nicht gleich schriftlich fixieren, wie es Marx ein zweites Mal tat, als er das Vorwort zum Kapital mit den Dante in den Mund gelegten Worten abschloss: Geh deinen Weg und lass die Leute reden. Auch der zweite Satz der Vorrede zur Dissertation ist in diesem Sinne geschrieben. Sie, die Arbeit dennoch in dieser Gestalt dem Druck zu übergeben, bin ich durch äußere Gründe bestimmt. Die äußeren Gründe liegen auf der Hand. Ohne Promotion keine Lehrtätigkeit an der Universität Bonn,
Ein Plan, der sich wenig später zerschlug. Ohne derartige Anstellung keine Heirat seiner geliebten Jenny. Wahrlich, für die Dissertation selbst, natürlich nicht für den Verfasser, äußerliche Gründe. Dass es dann der geistig schon auf dem Wege ins Exil befindliche, der gewesene Chefredakteur Marx sein würde, der die inzwischen halbweise gewordene Jenny heiraten durfte, all das konnte der Promovent nicht wissen. Das ist nicht richtig verstanden. Aber ahnungsvoll fragen wir uns, und was wäre mit der Arbeit geschehen, wenn es diese Gründe nicht gegeben hätte? Die Antwort ergibt sich vielleicht aus der Zusammenschau von zwei Äußerungen, die allerdings zeitlich weit auseinander liegen. In der zitierten Vorrede bemerkt Marx geradezu entschuldigend, man betrachte diese Abhandlung nur als Vorläufer einer größeren Schrift, in der ich ausführlich den Zyklus der epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie in ihrem Zusammenhang mit der ganzen griechischen Spekulation darstellen werde. Die Mängel dieser Abhandlung in Form und dergleichen werden dort wegfallen. Und am 31. Juli 1865 antwortete er seinem Freund Engels, auf dessen Mahnung endlich das Kapital in Druck zu geben: Ich kann mich aber nicht entschließen, irgendetwas wegzuschicken, bevor das Ganze vor mir liegt. Welche Mängel Sie auch immer haben mögen, das ist der Vorzug meiner Schriften, dass sie ein artistisches Ganzes sind und das ist nur erreichbar mit meiner Weise, sie nie drucken zu lassen, bevor sie ganz vor mir liegen. Ohne die äußeren Gründe hätte der junge Marx wohl noch lange an dem nie vollendeten Projekt gesessen, dessen Vorläufer ihm wenigstens Doktortitel und Eheschließung einbrachten. Oder wäre es mit diesem Großprojekt so, ihm so ergangen wie mit seinem Hauptwerk? Vielleicht hatte Engels ja den eben zitierten Brief an ihn im Sinne gehabt, als er seinem Freund Friedrich Adolf Sorge am 29. Juni 1883 schrieb: Wäre nicht das massenhafte amerikanische und russische Material gewesen, an russischer Statistik allein über 2 Kubikmeter Bücher, der zweite Band wäre längst gedruckt. Diese Detailstudien haben ihn jahrelang aufgehalten. Es sollte wie immer alles vollständig sein bis zum heutigen Tage. Und jetzt ist all das zu nichts geworden. Dabei waren es nicht die schlechtesten Werke, die Marx äußerer Gründe wegen in Druck gab. Ohne das Ultimatum der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten hätte die berühmteste politische Programmschrift der Welt, das Kommunistische Manifest, wohl nie das Licht der Welt erblickt. Es war auch nicht so, dass nur das, was er ganz vor sich zu liegen hatte, zu einem artistischen Ganzen wurde. Den 18. Brühmeer, das meiner Meinung nach bis heute unübertroffene Meisterwerk historisch-materialistischer Darstellung aktuell politischer Vorgänge, den hat er kapitelweise abgeliefert. Auch war es zuweilen ein zwar selbst erzeugter, aber trotzdem äußeren Gründen geschuldeter Druck, dem wir wenigstens zusammenfassende Manuskripte aus seiner Feder verdanken. Nachdem er den Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1857-58 vorausgesagt und damit natürlich den so lang erhofften Krach vor Augen hatte, teilte er seinem Freunde Engels am 8. Dezember 57 mit: Ich arbeite wie toll durch die Nächte durch. An der Zusammenfassung meiner ökonomischen Studien, damit ich wenigstens die Grundrisse im Klaren habe, bevor dem Deluge, vor der Sintflut. Die Sintflut blieb aus und auch die Grundrisse blieben ungedruckt, verfielen der Selbstkritik. Wie sehr erinnert das an jenes Bild, das Marx vom Verlauf proletarischer Revolutionen gezeichnet hat?
Sie kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbare Vollbrachte zurück, um es von neuem wieder anzufangen, verhöhnen grausam gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegnern nur niederzuwerfen, damit er neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, Hick Rollers, Hickshalter, hier ist die Rose, hier tanze. Eine ungemein hellsichtige Schilderung seiner eigenen Arbeitsweise. Mit dem einen Unterschied jedoch, dass ihm nahezu jede Umkehr möglich war, denn die Rose blieb aus. Nur mit Mühe konnte er das erste Heft, die ersten beiden Kapitel des ersten Buches seiner Kritik der politischen Ökonomie zum Druck fertig machen. Der ursprüngliche Plan, Ferdinand Lassalle am 22. Februar 1858 mitgeteilt, umfasste 6 Bücher. Das erste davon vom Kapital betitelt. Zur Wirkung der kleinen Schrift teilte er Engels am 22. Juli 59 mit. Der Jubel unter den Kerls ist hier groß. Sie glauben, die Sache sei durchgefallen, weil... Sparen wir uns die Vermutung. Die Kerls behielten leider recht, die von seiner Frau Weihnachten 1859 Engels gegenüber beklagte Verschwörung des Schweigens hielt an. Zudem bemerkte er im selben Brief geradezu abschätzig, Herr Liebknecht hat erklärt, dass noch nie ein Buch ihn so enttäuscht hat. Einer seiner getreuesten Anhänger und überdies ein guter Freund der Familie hatte sich da ein Urteil erlaubt, das ihm nach Auffassung des Verfassers nicht zustand und wurde sogleich zum Herrn degradiert. Wie fern erscheint da jener 8. Dezember 57, als Marx erstmals die Grundrisse erwähnte, als seine Frau einem Freund der Familie schrieb, obwohl wir die amerikanische Krise sehr an unserem Beutel verspüren, indem Karl statt zweimal wöchentlich nur noch einmal an die Tribune schreibt, die allen europäischen Korrespondenten außer Taylor und Karl den Abschied gegeben. So können Sie sich doch denken, wie high up oben auf der Moor ist. Seine ganze frühere Arbeitsfähigkeit und Leichtigkeit ist wiedergekehrt, so wie auch die Frische und Heiterkeit des Geistes, die seit Jahren gebrochen war, seit dem großen Leiden, dem Verlust unseres lieben Herzenskindes. Karl arbeitet am Tage, um fürs tägliche Brot zu sorgen, nachts, um seine Ökonomie zur Vollendung zu bringen. Jetzt, wo diese Arbeit ein Bedürfnis der Zeit, eine Notwendigkeit geworden, wird sich doch wohl auch ein elender Buchhändler finden. Der fand sich zwar, wie gesehen, aber die Notwendigkeit, der äußere Zwang, war fort. Der innere Zwang dagegen, er zog Marx in eine ganz andere Richtung. In seinen Streit mit Herrn Vogt, der ihn völlig unnötigerweise über mehr als ein Jahr in Atem hielt. Oder unterlag er auch hier der Sucht, alles in einer größtmöglichen Vollständigkeit zu versammeln, um einem rückblickend betrachtet politisch höchst unbedeutenden Gegner einen tödlichen Schlag zu versetzen. Immerhin verdanken wir dem Streit einen höchst instruktiven Brief an Ferdinand Freiligrath vom 29. Februar 1860, in dem Marx seinen Parteibegriff vorstellt.
ist ein längeres Zitat. Ich bemerke dabei vorab, dass nachdem der Bund der Kommunisten auf meinen Antrag im November 1952 aufgelöst wurde, ich nie mehr irgendeiner geheimen oder öffentlichen Gesellschaft angehört habe oder angehöre. Dass also die Partei in diesem ganz ephemeren, vorübergehenden Sinne für mich seit 8 Jahren zu existieren aufgehört hat. Dass ich der festen Überzeugung bin, meine theoretischen Arbeiten nützten der Arbeiterklasse mehr als Einlassungen in Verbindungen, deren Zeit auf dem Kontinent vorüber. Wenn du Poet bist, so bin ich Kritiker und hatte wahrhaft genug an den 1849 bis 1852 gemachten Erfahrungen. Der Bund war nur eine Episode in der Geschichte der Partei, die aus dem Boden der modernen Gesellschaft überall naturwüchsig sich bildet. Zur Revolutionszeit vermerkt er, dass Dreck aufgeworfen wird in Stürmen, dass keine revolutionäre Zeit nach Rosenöl riecht, dass hier und da selbst allerlei Unrat an einen anfliegt, ist sicher. Out, out, entweder oder. Und er benennt die irrespektable, unehrerbietige Niedertracht, von der weder die ersten christlichen Gemeinden noch der Jakobinerclub noch unser Weilandbund sich ganz reinhalten konnten. Und abschließend, ich habe ferner das Missverständnis zu beseitigen gesucht, als ob ich unter Partei einen seit 8 Jahren verstorbenen Bund oder eine seit 12 Jahren aufgelöste Zeitungsredaktion, die der Neuen Rheinischen Zeitung, verstehe. Unter Partei verstand ich die Partei im großen historischen Sinn. Dass Marx knapp 5 Jahre später in den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation, IAA, eintrat, steht übrigens nicht im Widerspruch zu diesem Parteibegriff. War die IAA doch seiner 1868 im 4. Jahresbericht des Generalrats ausgesprochenen Ansicht nach nicht die Treibhauspflanze einer Sekte oder einer Theorie, sondern ein naturwüchsiges Gebild der proletarischen Bewegung, die ihrerseits aus den normalen und unwiderstehlichen Tendenzen der modernen Gesellschaft entspringt. In der Tat achtete Marx nach Auffassung seines ihm politisch-ideologisch durchaus fernstehenden Biografen Wolfgang Schieder stets sorgfältig darauf, dass er sich nicht selbst den Arbeitern aufdrängte, sondern dass die Initiative von diesen ausging. Als er daher so seine Formulierung in einem 2 Monate nach Gründung an Josef Weidemeyer in den USA geschriebenen Brief von den wirklichen Arbeiterkönigen von London die Einladung zur IAA erhielt, akzeptierte er diesmal, weil es sich um eine Geschichte handelte, wo es möglich ist, bedeutend zu wirken. Ihre Aufgabe war, wie er später 1871 an Friedrich Bolte schrieb, die wirkliche Organisation der Arbeiterklasse für den Kampf um die Stelle, an die Stelle der sozialistischen und halbsozialistischen Sekten zu setzen. Und die Geschichte der IAA sei deshalb ein fortwährender Kampf des Generalrats gegen die Sekten gewesen. Aus diesem Zitat ist aber auch zu entnehmen, dass selbst die Partei im großen historischen Sinn stets in ephemerer Gestalt erscheinen musste. Insofern ist es kein Wunder, dass Marx in dieser Zeit wieder hier und da allerlei Unrat anflog. Ebenso, dass er selber dabei mittat, stets im Interesse der Sache, wie er sie verstand, nie aus schneidendem Eigendünkel, auch wenn das einige seiner Gegner anders sahen. Immer wieder ist bewundert worden,
wie Marx es verstand, in Zeiten höchster politischer Aktivität wissenschaftlich produktiv zu arbeiten. Und er selber hat Anlass zu dieser Sicht gegeben. Seiten ließen sich füllen mit Klagen, wie sehr ihn die IAA von der Arbeit am Kapital abgehalten habe. Aber in Wahrheit war es wohl genau umgekehrt. Die Aussicht, dass seine theoretische Arbeit von unmittelbar praktisch-politischem Nutzen sein könne, hat ihn ganz ungemein stimuliert. Es mag paradox klingen, aber ohne IAA wäre wohl selbst der erste Band des Kapitals Manuskript geblieben. Hier war die Rose, hier tanzte er. Als aber seiner Meinung nach die ephemere Gestalt der IAA in den Vordergrund getreten und ihre Wirkungsmöglichkeit zu gering geworden war, als die Rose im Verblühen begriffen, da wandte er sich wieder seinen theoretisch-historischen Studien zu, weitete das Forschungsfeld immer weiter aus, studierte die russische Dorfgemeinde, verfasste ethnologische Exzerpthefte und kam zu keinem Ende. Das Zentrum der ihn so stimulierenden politischen Bewegung war nicht mehr in seiner unmittelbaren Nähe. Es war in nationalen Parteien organisiert auf den Kontinent gewandert. Hatte er nach Engels Erinnerung zunächst noch vor, den Text des ersten Bandes großen Teils umzuarbeiten, das Material bis auf die neueste Zeit zu ergänzen, so konzentrierte er sich dann darauf, wenigstens das zweite Buch des Kapitals fertigzustellen, wogegen er den großen Wurf zum dritten Buch, das Manuskript von 1865, nach 1875 überhaupt nicht mehr anrührte. Zwei Jahre nach Marx' Tod, am 8. März 1885, schrieb Friedrich Engels an dessen Tochter Laura Lafargue über dieses Manuskript: Es ist kaum fassbar, wie ein Mann, der solch eine umfassende und vollständige wissenschaftliche Revolution im Kopf hatte, sie 20 Jahre bei sich behalten konnte. Rückblickend betrachtet, traf jedoch auf kaum einen anderen so sehr zu, was Marx selber frühzeitig in der Einleitung zu seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie formuliert hatte. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen. Und diese Welt, die Umwelt von Marx, war mit dem Untergang der IAA eine andere geworden. Gewiss, er kümmerte sich weiterhin gemeinsam mit Engels um die Belange der internationalen Arbeiterbewegung, insbesondere der Deutschen, verfertigte in alter Gewohnheit seine Exzerpte, füllte damit Dutzende Hefte, mühte sich mit dem zweiten Buch des Kapitals ab. Aber der große, starke Impetus, noch einmal den großen Wurf zu wagen, fehlte ihm. Als Marx dann am 2. Dezember 1881 auch noch seine geliebte Frau verlor, da sagte Engels mit Recht nur einen Satz: Der Mohr ist auch gestorben. Nach diesem notgedrungen fragmentarischen Einblick in das an Widersprüchen so reiche Leben des Dr. Marx möchte ich mich seinem Werk zuwenden. Und zwar auf dieselbe Weise. Also nicht so sehr die Leistungen und Fehlleistungen behandeln, sondern auf die in ihm enthaltenen Widersprüche eingehen. Produktive Widersprüche allerdings, nämlich solche, die richtig gelesen eine Aufforderung zum Weiterdenken bedeuten. Ich beginne mit einer Passage aus dem Kommunistischen Manifest. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich
mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper und der Pauperismus entwickelt sich noch rascher als Bevölkerung und Reichtum. Diese Prognose hat das europäische und nordamerikanische Proletariat in schweren Klassenkämpfen ad absurdum geführt. Es hat in jahrzehntelangen Kämpfen Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen erreicht. Arbeitslosen-, Sozial- und Rentenversicherung, das Streikrecht und das Wahlrecht und viele, viele andere Dinge. Die Mitglieder dieser Klasse haben sich also zu Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft herangearbeitet. Deshalb weisen ihre Kämpfe heute auch nicht mehr über die bestehende Gesellschaft hinaus, sondern finden in deren Rahmen statt. Sie sind vergleichbar mit denen von Leibeigenen und Kleinbürgern, die innerhalb der Feudalgesellschaft stattfanden und ebenfalls nicht über diese hinaus. Zu diesen früheren Klassen heißt es nun, gleich zu Beginn von Kapitel 1 des Manifests, sie führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit der revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der ganzen der kämpfenden Klassen. In der Tat sind im Zuge der revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft die sich zuvor kämpfenden Klassen gemeinsam untergegangen. Weder Sklaven noch Sklavenhalter haben als Klasse den Aufbau des Feudalismus erlebt. Weder Leibeigene noch Feudalherren haben als Klasse den Aufbau des Kapitalismus erlebt. Sie alle sind gemeinsam untergegangen. Warum soll das im Zuge der revolutionären Umgestaltung der jetzigen Gesellschaft bei Proletariat und Bourgeoisie so viel anders sein? Zeigt die seit Jahren verfolgte Strategie der Verteidigung der Besitzstände nicht ganz deutlich in Richtung eines gemeinsamen Untergangs? Die Frage ist noch viel deutlicher, wenn die Verteidigungsrichtung unter die Lupe genommen wird. Ja, es geht auch gegen die Reichen, aber mindestens ebenso gegen die noch Ärmeren. Arbeitsplätze werden verteidigt. Gegen die Reichen? Gewiss nicht, denn die brauchen keine. Aber sie verlagern die vorhandenen dorthin, wo billiger produziert wird, wo Ärmere zu niedrigeren Löhnen arbeiten. Die Sicherung der Besitzstände führt in dieselbe Richtung wie die Abschottung der Festung Europa gegenüber der sogenannten Dritten Welt. Im Manifest heißt es zwar, die Arbeiter haben kein Vaterland, man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Aber im Gefolge des Ersten Weltkriegs hat der revolutionäre Realpolitiker Lenin hinsichtlich der Vaterlandsverteidigung festgestellt. Dass diese Frage, ich zitiere, die gewaltige Mehrheit der Werktätigen unvermeidlich zugunsten ihrer Bourgeoisie entscheiden wird. Heute ist völlig klar, dass die gewaltige Mehrheit der Werktätigen der sogenannten Ersten Welt die Frage der Vaterlandsverteidigung auch im nicht-militärischen Sinne, im Sinne der Verteidigung des nationalen Wirtschaftsstandorts und des nationalen Sozialstaats, des Aufstellens von Einwanderungsquoten und des Verschärfens der Asylgesetzgebung, des Kampfes gegen Billiglohnländer und so weiter, in genau der Richtung entschieden hat, die von Lenin zugunsten ihrer Bourgeoisie genannt worden ist.
Das konnte auch gar nicht anders sein, eben weil sich die gewaltige Mehrheit der Werktätigen zu Mitgliedern der weißen Industriegesellschaft herangearbeitet hat. Deren revolutionäre Umgestaltung wird mit ziemlicher Sicherheit den gemeinsamen Untergang von Bourgeoisie und Proletariat bewirken. Ich wende mich nun einem weiteren Feld aus der nahezu unübersehbaren Gedankenfülle seines Werkes zu, das unter Fachleuten bis heute ganz besonders stark umstritten ist, seiner Arbeitswerttheorie. Und nun wird es auch etwas schwieriger. Dabei ist von vornherein zweierlei zu konstatieren. Erstens hat nicht er diese Theorie begründet. Sie bildet vielmehr die Grundlage aller klassischen politischen Ökonomie, von Petty bis Ricardo, die vor 1848 in England agierenden sozialistischen Ricardianer eingeschlossen. Zweitens taucht der dieser Theorie immanente Terminus Arbeitswert an keiner Stelle seines Opus Magnum auf. Wert gibt es dort, und zwar in den verschiedensten Spezifikationen, angefangen mit Gebrauchswert und Tauschwert, bis hin zu Mehrwert und Extra-Mehrwert, aber keinen Arbeitswert. Vielleicht schien Marx der Terminus schon sprachlich zu nahe einem anderen, den er zunächst selber verwendet, später jedoch mit scharfen Worten attackiert hatte, den Terminus Wert bzw. Preis der Arbeit. Aber das ist bloße Vermutung, also nicht beweisbar. Was aber den Wert selbst ohne nähere Spezifikation angeht, so ist die Situation noch wesentlich komplizierter. Allein unter dem Gesichtspunkt der durchaus wechselnden marxischen Ansichten zum Verhältnis von Wert und Tauschwert, die ich nicht alle in einem Detail darlegen kann. Ich will nur darauf verweisen, dass er in den Ausarbeitungen, die er zunächst in Vorbereitung der zweiten deutschen Ausgabe verfertigte und anschließend teilweise für die französische Ausgabe weiter überarbeitete, das Unterkapitel 1.1 mit der Überschrift die beiden Faktoren der Ware, Gebrauchswert und Tauschwert, versah. Offenbar mit dieser Fassung unzufrieden, formte er sie für die Druckfassung um. Die zwei Faktoren der Ware, Gebrauchswert und Wert. Als zweiter Faktor ist nicht mehr der Tauschwert genannt, sondern der Wert. Der Wert und nicht mehr seine Erscheinungsform, der Tauschwert. Die französische Ausgabe dagegen brachte er ein Mixtum Compositum beider Fassungen ein und nannte die Faktoren nun Valeur d'usage et Valeur d'échange ou Valeur proprement dit. Also Gebrauchswert und Tauschwert oder eigentlicher Wert. Auch wer die hässliche Frage unterdrückt, was denn ein uneigentlicher Wert sein könne, kommt nicht umhin zu konstatieren, dass die von Marx sehr unglücklich gewählte Formel vom eigentlichen Wert nur Ausdruck des erneut gescheiterten Versuchs war, den für eine stringente Analyse offenbar zu allgemeinen Terminus Wert zu präzisieren. Deshalb sollte in künftigen Untersuchungen, wo immer möglich, an meiner Ansicht nach an seiner Stelle der Terminus Arbeitswert verwendet wird. Inhaltlich würde er übrigens mit einer zusammenfassenden Aussage korrespondieren, die Marx in der Erstausgabe von Band 1 getroffen hatte und etwas gekürzt auch in die französische übernommen hatte. Wir kennen jetzt die Substanz des Werts. Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Größenmaß. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Wert eben zum Tauschwert stempelt, bleibt zu analysieren. An dieser Stelle hat Marx ausnahmsweise
und eben nicht in der zweiten deutschen Ausgabe ganz deutlich formuliert, dass der Tauschwert begrifflich etwas grundlegend anderes ist als der Wert, nämlich dessen Form. Den Terminus Wert durch Arbeitswert zu ersetzen, hätte überdies den Vorzug, dass erstens eine Verwechslung mit Werten im Sinne anderer Wissenschaften, der Ästhetik, der Ethik und so weiter, definitiv ausgeschlossen ist und zweitens eine ganz klare Unterscheidung zwischen Arbeitswert und Tauschwert getroffen wird. Hinzu kommt, nach Marx ist der Preis einer Ware der in Geld ausgedrückte Tauschwert einer Ware. Solange als Geld eine spezifische Ware fungiert, beispielsweise Gold, ist der in Geld ausgedrückte Preis kategorial nicht zu unterscheiden von dem in einem allgemeinen Äquivalent ausgedrückten Tauschwert. Ob als allgemeines Äquivalent Vieh, Weizen, Eisen oder eben Gold fungiert, ändert nichts an der Einfachheit des Übergangs von der allgemeinen Wertform zur Geldform. In der Tat liegt das Problem nicht hier in diesem einfachen Übergang, sondern weit früher, nämlich im Verhältnis von Wert und Tauschwert oder präziser im Verhältnis von Arbeitswert und Tauschwert. Wie ungemein wichtig diese Unterscheidung ist, hat Marx anhand der Geschichte von Robinson Crusoe demonstriert, zu dem er vermerkt, bescheiden wie er von Haus aus ist, hat er doch verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen und muss daher nützliche Arbeiten verschiedener Art verrichten. Werkzeuge machen, Möbel fabrizieren, Lama zähmen, fischen, jagen und so weiter. Trotz der Verschiedenheit seiner produktiven Funktionen weiß er, dass sie nur verschiedene Betätigungsformen desselben Robinson, also nur verschiedene Weisen menschlicher Arbeit sind. Die Not selbst zwingt ihn, seine Zeit genau zwischen seinen verschiedenen Funktionen zu verteilen. Ob die eine mehr, die andere weniger Raum in seiner Gesamttätigkeit einnimmt, hängt ab von der größeren oder geringeren Schwierigkeit zur Erzielung des bezweckten Nutzeffekts zu überwinden ist. Die Erfahrung lehrt ihn das. Und unser Robinson, der Urhauptbuch Tinte und Feder aus dem Schiffbruch gerettet, beginnt als guter Engländer bald Buch über sich selbst zu führen. Sein Inventarium enthält ein Verzeichnis der Gebrauchsgegenstände, die er besitzt, der verschiedenen Verrichtungen, die zu ihrer Produktion erheischt sind, endlich der Arbeitszeit, die ihm bestimmte Quanta dieser verschiedenen Produkte im Durchschnitt kosten, alle Beziehungen zwischen Robinson und den Dingen, die seinen selbst geschaffenen Reichtum bilden, sind hier so einfach und durchsichtig, dass selbst Herr Max Wirth, ein damals sehr bekannter Bourdieu-Ökonom, sie ohne besondere Geistesanstrengung verstehen durfte. Und dennoch sind darin alle wesentlichen Bestimmungen des Werts enthalten. Obgleich also kein einziger Tauschakt vollzogen wird, können alle wesentlichen Bestimmungen des Werts getroffen werden, unabhängig vom Tauschwert. Im Weiterdenken der im Marxischen Werk enthaltenen Widersprüche komme ich nun zu einem besonders interessanten Punkt gegenwärtiger ökonomischer Debatte. Im Zusammenhang mit der ökologischen Krise hat das Wort von der Inwertsetzung der Natur weite Verbreitung gefunden. Ebenso von Naturzerstörung wird von Naturzerstörung schlechthin gesprochen. Hat die Arbeitswerttheorie dazu etwas zu sagen? Zunächst ist zu unterscheiden zwischen den Dingen, die von Natur aus vorhanden
und in ihrer vorgefundenen Beschaffenheit unabhängig von der Tätigkeit des Menschen entstanden sind. Und jenen, die den Menschen aus dem ursprünglichen Naturzusammenhang gerissen und mehr oder minder weiter bearbeitet haben. Entweder losgebrochenes Erz, geerntete Wildpflanzen zur Energiegewinnung vernutzte Wassergefälle und so weiter. Das in der Erde ruhende Erz, die ungeerntete Wildpflanze, das ungenutzte Wassergefälle, sie alle haben aus ökonomischer Sicht keinen Wert, keinen Arbeitswert. Denn in ihnen hat sich keine Sekunde Arbeit vergegenständigt. So betrachtet besteht offenbar keinerlei Grund, Dingen, in denen sich keine Arbeit vergegenständigt hat, einen Arbeitswert zuzuschreiben. Erst in dem Moment, wo sie von der Hand eines Menschen bzw. von einem durch ihn geschaffenes Arbeitsmittel berührt worden sind, sind sie Produkt menschlicher Arbeit und erhalten auf diese Weise Wert. Dem Menschen ist es gelungen, viele Dinge hervorzubringen, die es von Natur aus nicht gibt. Angefangen von domestizierten Nutztieren bis hin zu Weltraumstationen. Und all dies geschah und geschieht im Einklang mit den unabhängig von seiner Existenz wirkenden Naturgesetzen. Für seine Zwecke ausnutzen kann er diese Gesetze, sie jedoch niemals außer Kraft setzen. Wie sollte er eine Natur zerstören können, deren Gesetze er nicht außer Kraft setzen kann? In der Tat handelt es sich nicht um Natur schlechthin, deren Existenz durch die Tätigkeit des Menschen gefährdet ist, sondern um einen winzigen Ausschnitt daraus, die Biosphäre, also den belebten Teil des Planeten Erde, der vom Menschen sukzessive ge- und fernbenutzt wird. Dabei ist mit Marx festzustellen, dass die kapitalistische Produktion die Springquellen alles Reichtums, alles stofflichen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Kann diesem Zerstörungsprozess auf vernünftige Weise Einhalt geboten werden, möglicherweise sogar unter den Bedingungen fortdauernder kapitalistischer Produktion? Die Antwort auf diese Frage ist keineswegs trivial und erfordert ein tieferes Durchdenken der marxischen Arbeitswerttheorie als gemeinhin üblich. Wenn wir uns darauf beschränken, den Wert einer Sache als durch die in ihr vergegenständlichte Durchschnittsarbeit bestimmt zu betrachten, verbleiben wir auf dem Stand, den Marx in Kapitel 1 seines Opus Magnum dargelegt. Genau diesen Stand hat er aber in Kapitel 17 drastisch als abgeschmackt bezeichnet. Denn, so seine Worte, der Wert einer Ware ist nicht durch das Quantum wirklich in ihr vergegenständlichter, sondern durch das Quantum der zu ihrer Produktion notwendigen, lebendigen Arbeit bestimmt. Der Unterschied zwischen den beiden Wertbestimmungen wird besonders deutlich bei der Betrachtung von Effekten im Gefolge plötzlicher gravierender Wertänderung im konstanten Kapital. Marx bemerkt in diesem Zusammenhang, leider wieder ein längeres Zitat: Der Begriff des konstanten Kapitals schließt eine Wertrevolution seiner Bestandteile in keiner Weise aus. Nimm an, das Pfund Baumwolle kostet heute 6 Pence und steige morgen infolge eines Ausfalls der Baumwollernte auf einen Schilling, also 12 Pence. Die alte Baumwolle, die fortfährt, verarbeitet zu werden, ist zum Wert von 6 Pence gekauft, fügt aber jetzt dem Produkt einen Wertteil von einem Schilling zu. Und die bereits versponnene,
vielleicht schon als Garn auf dem Markt zirkulierende Baumwolle fügt dem Produkt ebenfalls das Doppelte ihres ursprünglichen Werts zu. Man sieht jedoch, dass diese Wertwechsel unabhängig sind von der Verwertung der Baumwolle im Spinnprozess selbst. Wäre die alte Baumwolle noch gar nicht in den Arbeitsprozess eingegangen, so könnte sie jetzt zu einem Schilling statt zu 6 Pence wieder verkauft werden. Die Wertveränderung entspringt hier in dem Prozess, der Baumwolle produziert, nicht in dem Prozess, worin sie als Produktionsmittel und daher als konstantes Kapital funktioniert. Der Wert einer Ware ist zwar bestimmt durch das Quantum der in ihr enthaltenen Arbeit, aber dieses Quantum selbst ist gesellschaftlich bestimmt. Hat sich die gesellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit verändert und dasselbe Quantum Baumwolle zum Beispiel stellt in ungünstigen Ernten größeres Quantum Arbeit dar als in günstigen, so findet unmittelbare Rückwirkung auf die alte Ware statt, deren Wert stets durch gesellschaftlich notwendige, also auch stets unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen notwendige Arbeit gemessen wird. Die Idee, dass die Wertgröße einer Sache nicht durch die in ihr vergegenständigte Arbeitszeit bestimmt ist, sondern durch den unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen notwendigen Aufwand an lebendiger Arbeit und lebendiger Arbeitszeit, ist meines Erachtens von fundamentaler Bedeutung für das Begreifen jenes Vorgangs, der bislang und sehr missverständlich in Wertsätzen der Natur genannt worden ist. Die in der Natur vorgefundene und im Arbeitsprozess vernutzte Sache hat Arbeitswert theoretisch betrachtet keinerlei Wert, denn in ihr hat sich keine Sekunde Arbeitszeit vergegenständigt. Anders, wenn dieselbe Sache reproduziert werden soll, wobei allerdings zwischen zweierlei Arten der Reproduktion zu unterscheiden ist. Ob die Sache durch die Arbeit des Menschen reproduziert werden muss oder unabhängig von dieser auf natürlichem Wege reproduziert werden kann. Beispielsweise, solange sich Fischpopulationen ohne Zutun des Menschen regenerieren, erfordert ihre Regeneration keinerlei Arbeitsaufwand. Solange Wasser und Luft auf dem Wege natürlicher Selbstreinigung zur Verfügung stehen, erfordert auch dieser Vorgang keinerlei Arbeitsaufwand. Solange die Sonne scheint, steht uns das natürliche Tageslicht gratis zur Verfügung. Und umgekehrt. Die Anlage von Fischteichen oder von Kläranlagen und Filtern bedeutet einen gewissen Arbeitsaufwand, der in die dort reproduzierten Sachen eingeht. Ganz im Unterschied zum weiterhin von der Sonne gratis produzierten Tageslicht. Die Beispiele zeigen übrigens in aller Deutlichkeit, dass die Eigenschaft, etwas wert zu sein, den Dingen nicht von Natur aus zukommt, sondern von der Gesellschaft selbst produziert wird. Solange die Natur ihren Haushalt, zum Beispiel den Wasserhaushalt, selber regeln kann, und das kann sie, solange sie nicht gesellschaftlich überfordert ist, solange stehen ihre Produkte den Menschen in der Tat gratis zur Verfügung. Wie steht es aber mit den Dingen, die die Natur gratis zur Verfügung stellt und nun infolge übermäßiger Nutzung gesellschaftlich reproduziert werden müssen? Zunächst geschieht mit ihnen dasselbe wie mit dem einer gravierenden Wertänderung unterliegenden konstanten Kapital. Statt mit ihrem ursprünglichen Wert in den Wert der zu produzierenden Sachen einzugehen, gehen sie mit ihrem veränderten Wert ein.
Insofern aber Ihr ursprünglicher Wert Null war und nun von Null verschieden, trifft auf Sie in ganz anderer und besonders treffender Weise der von Marx, soweit ich sehe, nur an dieser Stelle gebrauchte Terminus Wertrevolution zu, die in Produktion und Konsumtion ge- und vernutzte Natur erhält auf diese Weise im Nachhinein einen Reproduktionswert, der jedoch nicht von Natur aus vorhanden, sondern durch die gegenwärtigen Bedingungen gesellschaftlicher Reproduktion bestimmt ist. Der Reproduktionswert ist Ausdruck des für die Herstellung einer Sache erforderlichen vollen Arbeitsaufwands und hängt daher von dem für die Herstellung aller anderen produzierten Produktions- und Konsumptionsmittel ab. Auf ihn trifft also genau das zu, was Marx schon in einem wohl 1865 geschriebenen Nachtrag zu den Produktionspreisen im Manuskript zum dritten Buch festgehalten hatte, dass der Produktionspreis einer einzelnen Ware bestimmt ist nicht allein durch den Wert der besonderen Ware, sondern durch den Wert aller einzelnen Waren. Der Reproduktionswert lässt sich daher auch nicht durch die bloße Addition der diversen Arbeitszeitgrößen ermitteln. Seiner Messung muss vielmehr ein zweckmäßig formuliertes Modell der erweiterten Reproduktion zugrunde liegen, das neben Zähl- und Messgrößen wie Stück, Meter und Kilogramm und deren Ableitungen noch den in Stunden gemessenen Aufwand an lebendiger Arbeit enthält. Und zwar nicht nur für die Sache, deren Reproduktionswert gemessen werden soll, sondern auch für all jene Produkte, die bei deren Produktion ge- bzw. vernutzt werden. Deshalb ist die Dimension des Reproduktionswerts selbst eine reine Zeitgröße, der in Arbeitsstunden gemessene volle Arbeitsaufwand. Marx fasste diesen Sachverhalt an anderer Stelle in dem Satz zusammen: Ökonomie der Zeit, darin löst sich alle Ökonomie auf. Und damit ist auch meine Zeit abgelaufen. Vielen Dank, lieber Thomas Kaczynski. Wir bedanken uns sehr für den Vortrag und ich denke mal, der das nicht schon aus deinem Munde gehört hat, war doch begeistert. Ich habe es noch nicht gehört. Es sind doch interessante Sachen, deshalb habe ich mir das Buch jetzt doch geholt. Das liegt, weil meine Frau immer schimpft. Ich soll keine Bücher mehr kaufen. Dürfen wir das auch hören? So, und dann noch so dickes. Bitte? Zu leise. Mikro, ja. Mikro. Ja. Mikro. Mikro. Ich habe gesagt, dass der Vortrag von Thomas Kaczynski, der ihn vielleicht noch nicht gehört hat, doch begeistert ist, wie ich. Für mich war das das erste Mal. Und deshalb habe ich mir jetzt auch das Buch gekauft. Das ist viel zu dick und meine Frau sagt schon immer, ich bin in dem Alter, wo ich nicht mehr so viele Bücher kaufen soll und dann noch so dicke. Aber ich denke mal, es lohnt sich doch, da mal einzugucken und das nachzulesen, was der Professor uns hier alles vorgetragen hat. So, jetzt können wir Fragen stellen und, ja, und uns weiter schön zum Thema in Erinnerung 200. Geburtstag von Karl Marx unterhalten. So. Bitte, wer möchte? Ja, bitte. Ja, hervorragend, da frage beide Theorie. In dem Alter, wo ich viele, viele Jahre das nicht mehr miterlebte und man musste sich ganz schön konzentrieren, muss ich ehrlich zu eingestehen. Ich habe eigentlich zwei recht simple Fragen. Die erste Frage ist vielleicht
nicht so simpel. Ich erinnere mich an einen Vortrag hier im Hause von Professor Harry Nick. Der sagte mal in diesem Kreis, wir waren in einer Arbeitsgruppe Wirtschaft der Linkspartei. Und es war ein Gremium von Wissenschaftlern Ost-West. Und wir waren uns weltanschaulich, ideologisch, theoretisch, eigentlich auch recht nah. Aber wie eine Betonmauer war, dass die dass die westdeutschen Wissenschaftler nichts an Hut hatten mit Karl Marx und mehr oder weniger glorifizierten John Maynard Keynes. Und bei uns, sagt er, war dieses Bild umgekehrt. Meine Frage daraus, worin sehen Sie die Ursachen? Hat sich da etwas entwickelt? Wie war diese Entwicklung? Und jetzt die zweite Frage, äußerst banal, aber ich stelle sie mal. War Karl Marx Philosoph? Beziehungsweise Ökonom. Nun weiß ich natürlich, und ich würde genauso antworten, sowohl als auch. Aber ich wundere mich immer wieder, ich habe nicht in Erinnerung, wenn ich in den Medien lese, steht da nur immer Karl Marx, der Philosoph. Obwohl sie eigentlich eindrucksvoll eigentlich seine wissenschaftlichen Leistungen im Gebiet der Ökonomie ihm dargelegt haben. Und das Schlimmste war ja auch, und da erinnere ich mich, was Professor Heinrich Fink hier mal sagte, die Abwicklung der Humboldt-Universität, diese, man könnte es als Unperson bezeichnen, was sollte ich mit diesen ökonomischen Lehrkräften da anfangen? Die haben Marx gelehrt. Und Marx war kein Ökonom, das war ein Philosoph. Die brauchten wir nicht. Wie sehen Sie das? Wollen Sie das sammeln? Oder wie ist das bei euch? Wir können das gut so oder so machen. Ja, also ich versuche immer relativ kurz zu sein, aber damit die Zusammenhänge nicht verloren gehen. Nach meinem Eindruck ist Marx sehr vieles gewesen, nicht nur Philosoph, nicht nur Ökonom. Er war eigentlich, um diesen heute fast verschütt gegangenen Begriff zu verwenden, Gesellschaftswissenschaftler und Revolutionär. Beides. Das ist nach meinem Dafürhalten auch das Faszinierende an ihm, diese unglaubliche Verbindung von Wissenschaft und Politik. Das ist das eine. Das andere, weshalb mit Marx nichts anzufangen ist, in Anführungsstrichen, das hat mehrere Gründe. Erstens ist das Kapital kein Rezeptbuch zur Verbesserung des Kapitalismus. ist nach meinem Dafürhalten angesichts der heutigen Diskussionen um die Wirtschaft nicht nur im Mainstream, sondern auch bei den Linken ganz wesentlich zu festzuhalten. Marx war für die Abschaffung und nicht für die Verbesserung des Kapitalismus. Bei Keynes ist das umgekehrt. So, und wenn man natürlich den als Ausgangspunkt wählt, diese Gesellschaft zu verbessern, dann ist Keynes sehr viel praktikabler als Marx. Ja, mit Marx ist bei der Verbesserung des Kapitalismus nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Natürlich
kann man auch einige seiner Erkenntnisse durchaus in diesem Sinne nutzen und betrachten. Nicht? Ich meine, alles, was an moderner volkswirtschaftliches Gesamteinkommensrechnung, Input-Output-Methode, das ist alles schon in den marxischen Reproduktionsmodellen angelegt. Ja? Also insofern, aber das Grundproblem scheint mir zu sein, dass ob man von der Verbesserung des Kapitalismus ausgeht oder von seiner Abschaffung. Dann hat man die beiden Dinge ganz klar gegeneinander gestellt. Und hinzu kommt natürlich, das hatte ich ja eingangs auch vermerkt, zu dem zweiten Teil, die Arbeitswerttheorie ist nach wie vor schärfstens umstritten. Und zwar auch durchaus bei den Linken. Ja, also das ist nicht nur eine bürgerliche Betrachtungsweise. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Vortrag, vor allem was auch über die Werttheorie gedacht wurde. Müssen wir da vielleicht nicht noch einen Schritt weiter gehen? Denn Marx hat ja in der Auseinandersetzung mit dem Adolf Wagner. Ja. Der Text steht uns auch in der DDR seit 1978 im Band 19 zur Verfügung. Hat er klipp und klar formuliert, dass die Aussage von ihm in Band 1 des Kapital, dass es sich bei der Ware um den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert handelt, dass diese Aussage eigentlich wirklich falsch ist. Er macht also eine Selbstkritik an seinem Hauptwerk. Ich betone das, weil diese Selbstkritik weder an den Universitäten, noch an den Parteischulen, noch in den Vorträgen der Urania in der DDR, während der DDR-Zeit, noch in der Sowjetunion, noch in der internationalen Arbeiterbewegung überhaupt eine Rolle gespielt hat. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass Lenin, als die Fünfer Revolution in Russland gescheitert war, 1907, damals zu der Einsicht kam, die letzte Ursache dieser Niederlage, die wir erlitten haben, liegt in einer fehlerhaften Theorie. Immer. Und deswegen will der andere immer sehr genau sich mit der Dialektik, mit der Geschichte, der Philosophie und so weiter zu befassen. Wo haben wir heute diese Beschäftigung mit Dialektik? In der Auseinandersetzung unter den Linken und damit auch ein tieferes Verständnis des wirklichen ökonomischen Werts, den Marx nämlich dort an dieser Stelle, die ich eben anführte, wirklich genau bestimmt als ein Verhältnis, das die gesamte Menschheit durchzieht, als Arbeitsteilung beginnend zwischen Mann und Frau und in den ursprünglichen Familien und, könnten wir sagen, endet in einer sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft. Er geht also in dieser Selbstkritik über den Kapitalismus hinaus, das will ich betonen. Er versetzt die ökonomische Wertproblematik als ein Verhältnis zwischen den arbeitenden Menschen in der ganzen weltgeschichtlichen Entwicklung, in allen Nationen, in allen Phasen dieser Entwicklung der Menschheit. So versteht er dort den ökonomischen Wert. Und da fasst er natürlich auch haargenau die Probleme des Humanismus und der ideologischen Auseinandersetzung auf diesem Gebiet, die uns praktisch die DDR und die Sowjetunion zugrunde gerichtet hat. Dankeschön. Das war ein Kommentar, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, bitte. Dann Helga. Ja, ich möchte mich auch nochmal für diesen Vortrag bedanken. Ich finde, da ich auch als Studentin damals, also schon sehr, sehr lange her, das Kapital gerade wegen Band 1 sehr gründlich studiert habe und eigentlich für mich so die Grundlage meiner Weltanschauung geworden ist. Aber ich möchte zu folgender Frage. Sie haben dargestellt, jede Gesellschaft erlebt nicht die neue Gesellschaft.
Das heißt, die geht vorher unter, bevor die neue kommt. Und stelle ich mir die Frage, wir leben im Kapitalismus, das heißt, wir werden untergehen, bevor eine neue Gesellschaft entsteht. Das ist natürlich kein guter Aussage. Ich habe immer noch die Hoffnung, nicht, dass der Kapitalismus umgehend abgeschafft wird, aber dass es bestimmte, sage ich mal, Veränderungen, Reformen gibt. Zum Beispiel, dass also die Macht der Banken und die Macht der Großkonzerne gebrochen wird. Das wäre doch schon ein Punkt, um zu sagen, sie haben also nicht die Regierung und die Gewalt für die ganze Welt. Und Sie haben auch zu diesen Umweltproblemen gesprochen. Es ist doch ein unglaubliches Tempo in der Zeit, wie wir leben, wie die Natur zerstört wird. Die Menschen werden immer mehr ausgebeutet, die Ressourcen werden immer mehr ausgeplündert. Das, was in Millionen Jahren entstanden ist, verbrauchen wir in 200 bis 300 Jahren. Und ich wundere mich immer, dass das alles so ruhig hingenommen wird. Und ich meine, wir tun ja selbst unseren Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und da muss ich mich immer wieder wundern, und es macht mich unheimlich traurig, dass wir dem allen zusehen, diesen ungebremsten Konsum, ich verstehe das nicht, diesen Lastenwahn, das sind doch alles Dinge, die man verändern kann. Man kann doch mal sagen, Schluss mit dem, mit der Lastenproduktion, nichts, die Meere sind vermüllt. Also ich sage mal, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, dass es nicht mehr Kräfte gibt, die dann dem Einhalt gebieten. Also, das ist meine Frage. Also, vielleicht eine Präzisierung. Ich hatte nicht gesagt, dass die Gesellschaften untergehen, Übergang zu einer neuen Gesellschaft, sondern dass die vorherige Gesellschaft bestimmenden Klassen als Klassen untergehen. Nicht? Also Sklaven und Sklavenhalter als Personen haben natürlich den Übergang zum Feudalismus erlebt, aber als Klasse haben sie es nicht. Und genauso war das mit Feudalherren und Leibeigenen im Übergang zum Kapitalismus. Als Personen haben sie natürlich überlebt, als Klasse nicht. Und insofern können wir vielleicht etwas optimistisch sein im Übergang vom Kapitalismus als Personen zu überleben, auch wenn wir als Klasse, auch wenn die Klassen als solche nicht überleben. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, warum so wenig getan wird. Also ich befürchte, weil es, also wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen der sogenannten dritten Welt und der sogenannten ersten Welt. Ja, aber in der ersten Welt, in der wir hier leben, geht es mit vielen Abstrichen den Leuten relativ gut und sie agieren nach der Devise, die ein preußischer Gesandter unter der Herrschaft Bismarcks. Bismarck fragte ihn bei einem langfristigen Vertrag, 30 Jahre, ja und danach? Da antwortete der Gesandte, danach sind wir alle tot. Ja, was interessiert mich, was überhaupt passiert? Ja, das ist eine sehr traurige, aber für viele leider zutreffende Auffassung. Ich würde denken, die Situation muss noch sehr viel dramatischer werden. Hegel nannte das, der Druck muss noch drückender werden. Dramatischer in dem Sinne zum Beispiel, das ist ein Beispiel, dass nach Fukushima doch ein Umdenken einsetzt. Wie weit es trägt,
Das kann niemand voraussagen. Die Japaner fangen schon wieder an, Atomkraftwerke zu bauen. Ja? Insofern hat es gibt ja zwei sehr verschiedene Revolutionsbestimmungen. Nicht? Also von Marx, die Revolution, Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Benjamin, Walter Benjamin, hat das glatte Gegenteil behauptet. Revolutionen sind die Notbremse der Geschichte. Und er setzte dann hinzu, dass es so weitergeht, ist schon die Katastrophe. Und ich glaube, das trifft heute ungemein zu. Dass es so weitergeht, ist schon die Katastrophe. Und deshalb dürfen wir auch nicht müde werden, immer wieder an dieser Punkt anzusetzen und zu arbeiten. Das fällt immer wieder mal ziemlich schwer, aber es nützt nichts. Ich halte mich da an ein Wort von Friedrich Engels, das auch Theo Bergmann, mein verstorbener Freund, gerne verwendet hat. Nach der Niederlage von 1848 in der Revolution formulierte Engels 1850: Dann fangen wir halt wieder von vorne an. Helga, bitte. Ja, es ist ihr großes Verdienst, dass vor dem 200. Geburtstag von Karl Marx das Kapital erster Band mit überarbeiteter Verfassung vorliegt. Und es wird auch gesagt, das Kapital in letzter Hand. Diese letzte Hand haben Sie angelegt? Nein. Nein? Nein. Nein. Aha, dann habe ich das völlig falsch verstanden. Aber ich habe trotzdem noch die folgende Frage. Und zwar, ich habe gelesen, dass Sie alle von Engels noch übergangenen Hinweise bei der Bearbeitung von Ihnen beachtet worden sind. Und hier geht es einfach darum, wie war die Arbeitsweise bei der Überarbeitung eines Werkes von Karl Marx? Das ist meine erste Frage, wie war die Arbeitsweise und gab es vielleicht auch neue, wichtige Erkenntnisse? Sicher gab es die. Und meine zweite Frage ist zur Gesellschaftswissenschaft heute. Es gab 2014 ein Buch herausgegeben von Michael Brie, Perspektiven der Transformation im Kapitalismus und darüber hinaus. Diese ganze Frage der Transformation interessiert mich, weil ja wohl Karl Marx gesagt hat, das Entscheidende bei der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und des von Grund und Boden. Aber in diesem Buch, da gibt es auch einen Beitrag von Dieter Klein, und da wird also gesagt, es geht um die Schwächung der Kapitalherrschaft und schließlich die Abkehr von ihr. Also die Überwindung durch Transformation, die Überwindung des Kapitalismus. Und in dem Zusammenhang beschäftigt mich auch Arbeits- oder die Theorie von Sarah Wagenknecht, sie hatte ein Buch geschrieben, Reichtum ohne Gier. Und es kam dazu einen großen Artikel in der Zeitung Die Wirtschaft. Und einer meiner Freunde hat darüber geschrieben, das ist das Konzept eines Kapitalismus Light. Also ist das möglich, auf diese Art und Weise, wie sie es auch beschreibt, den Kapitalismus zu schwächen, sicher, aber zu überwinden. Also, zunächst mal eine Ausgabe letzter Hand von Kapitalband 1 gibt es nicht, kann es nicht geben. Ich habe das auch ausführlich im Nachwort zu der Ausgabe begründet. Das, was ich versucht habe, ist einen Auftrag zu erfüllen, den Marx seinen Übersetzern gegeben hat, wobei die Übersetzungen leider nie zustande gekommen waren. Nämlich
die zweite deutsche Ausgabe von 1872 und die von ihm selbst bearbeitete französische Ausgabe sorgfältig miteinander zu vergleichen, weil er eben in der französischen Ausgabe seiner Meinung nach vieles neu hinzugesetzt und auch vieles besser dargestellt habe. Warum das so ist, warum er dieser Auffassung war, dazu sage ich auch was im Nachwort. Aber es ist also der Versuch, diese Aufgabe zu erfüllen und zugleich ist es natürlich auch eine Ausgabe, die, so hoffe ich jedenfalls, dem Leser die Sache, den Text selbst etwas lesefreundlicher darbietet. Ja, es ist also, wenn man so will, ist in der Ausgabe selbst kein Wort von mir, sondern es gibt Worte von Marx aus der Erstausgabe, aus der zweiten, aus der französischen, ja, jeweils natürlich auch Deutsch, klar. Also meine Auffassungen spielen da überhaupt keine Rolle. Die spielten höchstens insofern natürlich eine Rolle, wenn es verschiedene Varianten gibt, Marx es eben etwas anders darstellt in der Erstausgabe oder in der französischen, dann musste ich natürlich aussuchen, welchen, was nehme ich. Das ist also zu dieser Frage. Was die Transformation angeht, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja, dass sehr, sehr viele heute die Revolution fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ja, und gerne sich zu Übergängen, Transformationen und so weiter hinretten. Weil die Revolution ist natürlich das eigentlich Gefährliche bei Marx. Er ist eben revolutionär. Sicherlich nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts kann man, verstehe ich, dass viele Zweifel daran haben, wobei ich immerhin zusetzen muss, bevor ich etwas ablehne, muss ich es verstehen. Ja, und insofern verstehe ich also das durchaus, kann es aber nicht nachvollziehen, beziehungsweise diese Auffassung mir nicht zu eigen machen. Aus dem einfachen Grunde, ja, ist auch ein Thema, was hier eigentlich abzuhandeln wäre. Die Grundfrage, wie sie im Kommunistischen Manifest formuliert ist, ist die Eigentumsfrage. So. Und wenn wir uns damit begnügen, seit Jahrzehnten das Wort Vergesellschaftung hinzusetzen, zu sagen, ja, es muss halt, das Privateigentum muss abgeschafft werden, also Privateigentum an Produktionsmitteln, und stattdessen es muss vergesellschaftet werden, dann kann ich nur fragen, ja, aber was ist Vergesellschaftung? Ist das die Kommune? Ist das global? Ja, ein Welteigentum? Ja. Die Lehrformel, bitteschön mit Doppel-E, die Lehrformel Vergesellschaftung hilft uns nicht weiter. Ja. Wir müssen die Frage ganz offenbar neu stellen. Die Frage ist nach wie vor eine Grundfrage, auch in dem Sinne, dass wir sie nicht beantworten können. Ja? Weil die globalen Probleme, Klimakatastrophe, Bevölkerung und so weiter, das ist natürlich nicht auf der kommunalen Ebene zu lösen. Aber die Vorstellung, dass
sozusagen eine mit Computern ausgerüstete Weltregierung das alles richten kann, ja, die scheint mir also angesichts nicht nur des Nahen Osten, sondern überhaupt des Zustandes dieser Welt reichlich illusorisch zurzeit. Ja? Also insofern, das sind Dinge, wo nach meinem Dafürhalten wirklich neu nachgedacht werden muss und nicht man sich möglichst nicht in einer Weise bewegt, wie also der Begriff der Transformation, die große Transformation, das ist ja ein nahezu klassischer Titel, nicht von Karl Polanyi, nicht die große Transformation, 1944 in den USA erschienen, bezog sich auf den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Und Polanyi ist ein sehr bedeutender Historiker, Ökonom gewesen, Sozialwissenschaftler, viel zu wenig beachtet. Aber das Konzept, das an der revolutionären Veränderung natürlich vorbeigeht, ich weiß nicht, ich habe meine Zweifel, dass das realistisch ist und dass es auch uns Wege zeigt, wie zu dieser neuen Gesellschaft nachkapitalistisch, sozialistisch, weiß der Teufel, wie man sie späterhin nennen wird, führen wird. Und zwar, weil es nach meinem Dafürhalten eben doch grundstürzende Veränderungen sein müssen, die ganz eng mit der Eigentumsfrage zusammenhängen und nicht mit der Verfügungsgewalt. Die Verfügungsgewalt ist eine rechtliche Kategorie. Ja? Dann wird das Recht zur Herrschaft über die Ökonomie, als über der Ökonomie stehend betrachtet. Und das, muss ich sagen, wird nicht funktionieren, solange eben, um es auf den Punkt zu bringen, 42 Leute so viel haben wie 3,5 Milliarden. Das ist, da ist nichts zu transformieren, nach meinem Dafürhalten. Aber darüber lässt sich natürlich trefflich streiten. Dasselbe gilt in gewisser Weise auch für Sarah Wagenknechts Vorstellung von einer sozusagen neuen sozialen Marktwirtschaft. Da kann ich nur warnend eine Links-Keynesianerin zitieren, Joan Robinson, die einmal sehr schön gesagt hat, es ist töricht, einer Vergangenheit nachzutrauern, die die Gegenwart hervorgebracht hat. Herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich möchte nochmal auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Das ist ja nun jetzt sehr dick. Und mir ist bekannt, dass das Kapital und das Manifest ins UNO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Aber wenn Sie daran jetzt so viel Änderungen machen, wie vereinbart sich das? Mal so ganz simpel. Das ist sehr einfach. Zunächst einmal, dass was aufgenommen worden ist, und das muss ich immer wieder richtig stellen, das, was aufgenommen worden ist,
in das Weltdokumentenerbe. Und das trifft auf alles zu, was in dieses Weltdokumentenerbe aufgenommen worden ist. Es sind keine Ideen, keine Auffassungen, keine Werke, sondern es sind materialita vorhandene Objekte. Das eine ist die einzige erhalten gebliebene Konzeptseite zum Kommunistischen Manifest. Das andere ist die Erstausgabe, das Exemplar der Erstausgabe mit den handschriftlichen Korrekturen von Marx. Beides liegt im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam. Ja, deswegen war der Antrag darauf auch ein deutsch-niederländischer. Ja, wie gesagt, es geht dabei wirklich um Materialita Überliefertes. Das ist das eine.